heute einen kurzen Ausschnitt aus der Szene vom letzten Abendmahl. Und viele von euch haben vielleicht auch schon mal in der Kirche gesehen, wie man das letzte Abendmahl oder das Abendmahl zusammen gefeiert hat. Ja, wenn man zum Beispiel zur Kommunion geht oder zur Konfirmation, dann wird auch immer das Abendmahl zusammen in der Kirche gefeiert. In der katholischen Kirche wird es jeden Sonntag gefeiert. Die evangelische oder freikirchen ist unterschiedlich, wie oft es gefeiert wird. Aber wir erinnern uns immer wieder daran, dass Jesus das da an diesem Abend gemacht hat. So, er hat also mit seinen Jüngern gegessen, Wein getrunken. Und was hat er denn gesagt, als er das Brot gebrochen hat? Er hat das mitgekriegt. Er hat das Brot, dieses Fladenbrot, gebrochen und seinen Freunden gegeben. Was hat er da gesagt? Ja, John. Dies ist mein Leib. Das ist mein Leib. Was ist denn der Leib? Was ist das für ein Wort? Ein uraltes Wort. Er hat also gesagt, das ist mein Körper. Das bin ich. Das bin ich selbst. Und was sollten sie damit machen? Essen. Ja, Raphael hat es schon gesagt, sie sollten es essen. Das heißt, wir sollen jetzt nicht Kannibalen werden, sondern wir sollen uns durch das Fest von dem letzten Abendmahl uns dessen bewusst werden, dass da in diesem Brot, was wir bekommen, dass das das Opfer von Jesus ist. So, und dann hat er noch gesagt, das ist mein, zu dem Wein hat er noch was gesagt, Tabitha? Das ist mein Blut. Das ist mein Blut. Wann kommt denn das Blut raus aus dem Menschen? Kommt bei mir jetzt auch nirgendwo raus. Wo kommt denn das raus? Wenn man stirbt, ne, also wenn man so stirbt wie Jesus, dann kommt das Blut aus dem Körper raus. Und er hat gesagt, wenn das Blut aus meinem Körper herausfließt, dann ist das Opfer. Also gesagt, denk immer wieder daran, dass das Opfer ist, was ich für dich bringe. Warum? Warum musste da ein Opfer her? Für was war das Opfer da? Wofür? Für die? Kemina? Für die Sünden von den Menschen. Hat er gesagt, muss ein Opfer bringen. So, das war aber jetzt nicht so ein Opfer wie, okay, ich verzichte auf ein gutes Bett oder ich verzichte mal auf einen Tag was irgendwie essen oder so, ne? Oder manche, die bringen das Opfer, dass sie in der Fastenzeit keine Süßigkeiten essen oder irgendwas anderes, sie sagen, ich bringe ein Opfer. Aber das Opfer, was Jesus da gebracht hat, das war nicht, ich verzichte auf ein warmes Bett, sondern, was hat das bedeutet? Ja, Jana? Gesagt, ich werde sterben. Und war das ein schöner Tod, für die das schon wissen, was da später kommt? Ja. Kommt da ein schöner Tod auf den zu? Nein, es wissen anscheinend viele. Nein, es war ein ganz grausamer Tod. Und Jesus hat dieses Opfer für unsere Schuld gebracht. Und damit wir uns das mit dem Opfer so ein bisschen besser vorstellen können, haben wir diesmal die biblische Geschichte vorne dran und das Theaterstück aus unserem Leben hinten dran, damit wir eine bessere Vorstellung von dem Opfer bekommen. Das schauen wir uns jetzt an. Oh nein, wie soll ich das meiner Mama nur sagen? Schrecklich. Das gibt Ärger. Oh. Ach! Bist du schon da? Ja. Oh, gut. Dann kannst du mir beim Tragen helfen. Ich kann nicht mehr. Dieser Tag, der muss endlich aufhören. So ein schrecklicher Tag. Ich bin fix und fertig. Irgendwie komisch aus. Ja. Das ist alles plötzlich. Seit der Papa nicht mehr da ist, seit er gestorben ist, ist alles einfach nur noch eine Last. Ich vermisse den Papa auch ganz schrecklich. Ist auch immer so schlimm, wenn dann die anderen von ihren Vätern erzählen, was sie Tolles mit denen gemacht haben. Oh, das glaube ich. Ich weiß, wie es dir geht. Ich bin nicht so ein Trost im Moment, gell? Ich bin auch so
kleine Lücke und da bin ich dann mit dem Fahrrad durchgefahren, durch die Autos durch. Und dann habe ich mit meinem Lenker einen ganz langen Kratzer von einer bis zur anderen Seite vom Auto gemacht. Mit dem Gummi, ist da so Gummiabrieb jetzt dran oder was? Nee, das ist so durch den Lack gegangen. Ein Kratzer im Lack? Ja. Auf der Autotür von jemand anderem? Ja. Nee, oder? Das kann nicht dein Ernst sein. Aber der hat gesagt, wir haben eine Versicherung. Doch sicher. Haben wir doch, oder? Weißt du, wie teuer eine Neulackierung einer Tür ist? Das kostet mindestens 1.200 Euro. Wir haben noch eine Versicherung. Wir hatten eine Versicherung. Weißt du, letzten Monat, als es drunter und drüber ging und die Beerdigung und als all dies so chaotisch wurde, habe ich dir doch erzählt, dass es diesen Monat mit der Miete so schwierig wurde, aber und deswegen musste ich die Versicherung kündigen. Ich wollte sie eigentlich auch nur kurz aussetzen, bis wir wieder Luft haben mit dem Geld und bis es mit meinen mehr Arbeiten besser klappt und so. Und jetzt habe ich keine Versicherung. Ich habe im Moment, wir haben keine Haftpflichtversicherung. Das heißt, wir müssen für den Schaden komplett selbst aufkommen. Und das Problem ist, alle unsere Ersparnisse sind aufgebraucht, weil einfach Papas Gehalt fehlt und weil ich das alles nicht geregelt kriege. Wir haben überhaupt nichts. Ich bin gerade froh, dass ich heute nochmal das Nötigste einkaufen konnte. Aber wir müssen für diesen Schaden aufkommen. Ich überlege mir eine Lösung. Allerdings, bis ich so viel Geld zusammen habe, das dauert ewig. Es wird doch irgendeine Möglichkeit geben. Okay, ich habe eine Lösung. Was? Nein! Doch, das ist das Letzte, was wir von Papa noch haben. Es ist das Einzige, was wir noch haben. Das hast du doch dem Papa geschenkt an einem Hochzeitstag. Ich weiß. Genau, das ist mir auch wertvoll. Aber ich wüsste nicht, wie wir das sonst machen sollen. Es gibt keine andere Lösung. Ich werde es verkaufen. Ich denke, dafür kriegen wir bestimmt viel Geld. Das ist eine teure Uhr, die ist, ja, das war ein Erbstück und damit kann es funktionieren. Was gibt es sicher irgendwas anderes? Komm, 1.200 Euro, die hat man nicht einfach so. Ich kann nicht noch mehr arbeiten gehen, ich mache die volle Stundenzahl und noch meinen Nebenjob, es geht nicht. Und auch wenn du jetzt irgendwas noch öfter Rasen mähst, du kannst nicht noch öfter Rasen mähen. Ich werde diese Uhr verkaufen. Und das mache ich für dich. Schau mal, diese Schulden müssen wir bezahlen. Das ist mir wertvoll, aber du bist mir wertvoller. Komm. Wir gehen telefonieren und wir regeln das. Thank you.
gemacht? Genau, sie wollte, dass ihr Sohn nicht in Schwierigkeiten ist. Eigentlich wollte sie die Uhr behalten, ne? Es war jetzt nichts, wo sie sagt, oh, ich kuschel mal in der Schublade, ob ich noch irgendwas finde, was ein bisschen Wert hat und huch, was man locker weggeben kann. Hier, sie hat was genommen, weil es das Letzte war, was irgendwie wertvoll war bei denen in der Familie, was sie an den Papa erinnert hat. Der Papa war in der Familie gerade erst gestorben, also waren sie alle noch schrecklich traurig. Also es war was, das hat der Mama so richtig wehgetan, die Uhr herzugeben. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr was habt, was euch so ganz, ganz doll wertvoll ist. Und wenn man das dann hergeben muss, aus welchem Grund auch immer, das tut dann weh. Aber warum hat sie das gemacht? Warum hat sie gesagt, nee, also die Uhr, das ist mein Wertvollstes, was ich noch habe, die behalte ich? Pauline. Von wem? Die hat sie selber Schuld auf sich geladen? Genau, weil die Mutter hat gesagt, mein Sohn hat Schuld auf sich geladen. Der hat das Auto kaputt gemacht. Und diese Schuld muss beglichen werden. Und ich habe jetzt kein Geld auf dem Konto, ich habe keine Versicherung. Also muss ich gucken, womit ich diese Schuld bezahlen kann. In dem Fall hat sie mit der Uhr die Schuld versucht zu bezahlen. Ne? Hat ein großes Opfer gebracht. Wir haben uns vorher die Stelle vom letzten Abendmahl angeguckt. Und da hat Jesus auch gesagt, dass er ein Opfer bringen muss. Für wessen Schuld hat er denn da das Opfer gebracht? Emilia. Für alle Menschen. Also für mich, für dich, für dich, für uns alle, die wir hier auf dem Teppich sitzen. Für dich auch. Wir haben alle Schuld auf uns geladen. Wir haben alle gesündigt. Jesus hat auch nicht gesagt, nur für die kleinen Sünden oder die mittleren Sünden, sondern für die großen Sünden. Nein, für alle Sünden hat er ein Opfer gebracht. Das hat Michaela für sich schon erklärt. Ne? Die Schuld, die wir auf uns laden, aufgeladen haben oder noch auf uns laden werden, die Schuld muss beglichen werden. Ne? Und wie hat Jesus diese Schuld für uns beglichen? Was hat er für ein Opfer gebracht? Frau Koch, sein Leben. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Das ist auch das Wertvollste, was es gibt. Ne? Mit seinem eigenen Leben bezahlen. Jesus hat gesagt, ich habe die Menschen so sehr lieb und ich möchte, dass sie die Ewigkeit mit mir verbringen. Hätte es einen anderen Weg gegeben? Nein. Hätte es irgendeinen anderen Weg gegeben? Ja. Ist vielleicht irgendjemand ohne Schuld, dass wir sagen, wir gehen drauf, das nicht zu machen? Ja. Nein. Also keiner ist ohne Schuld. Hätte es eine andere Lösung gegeben? Nein. Ja. Psst. Nein, es gab keine andere Lösung. Denn wenn Jesus nicht für unsere Schuld aufkommen, für unsere Schuld bezahlen würde, bezahlt hätte, wer müsste denn dann für die Schuld bezahlen? Wenn Jesus nicht für unsere Schuld bezahlt hätte, wer müsste dann für die Schuld bezahlen? Sophie? Wir selbst müssten für unsere Schuld bezahlen. Ne? Und das würde bedeuten, dass wir nicht in den Himmel kommen können. Ne? Dass wir nicht zu Jesus und zu Gott in den Himmel kommen können. Denn nur wer ohne Schuld ist, kann in den Himmel kommen. Und darum hat Jesus gesagt, aber weil ich diese Menschen hier, diese Kinder auf dem Teppich und die ganze Welt, die Menschen so sehr lieb habe, dafür bringe ich das Opfer, dass ich mit meinem Leben bezahle, dass die, die mein Freund sind, die an mich glauben, die das wollen, dass die später mit mir in der Ewigkeit sein dürfen, dass die im Paradies sein dürfen mit mir. Ne, weil Jesus uns so sehr lieb hat, hat er das Opfer gebracht für uns, weil es keine andere Möglichkeit gab, weil einer für die Schuld bezahlen muss und Jesus wollte nicht, dass wir selber für unsere Schuld bezahlen. Weil dann könnten wir nicht zu ihm ins Paradies kommen. Wo würden wir dann hinkommen, wenn er nicht für uns in die Schuld bezahlt hätte?